Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Ja, es ist wieder soweit. Heute gibt es eine neue Map-Vorstellung und ich habe hier mal wieder was Schönes gefunden. Und zwar ist das die Midwest Cattle Company Map. Und ja, wir haben hier eine Standardgröße. So viel konnte ich schon mal entnehmen. Und es sind scheinbar nicht alle Standardspielelemente übernommen worden von den Feldfrüchten. Es wurden jedoch Hirse, Roggen, Sojabohnen und für die kurze Saison Silomais hinzugefügt. Auf dieser Karte gibt es nur Kühe und ihre Ernährung wurde scheinbar auch angepasst, was auch immer das heißen mag. Da sind wir mal gespannt. So, diese Karte hat eine große Rinderfarm in der Mitte der Karte, die von mehreren Feldern umgeben ist. Ja, die Größe und die Höhenlagen variieren scheinbar. Und es ist dem Ganzen auch noch ein Mod-Pack beigelegt mit modifizierten Ingame-Ausrüstungen und somit auch die Startausrüstung. Ja. Also hier sehe ich auf jeden Fall schon mal Fahrzeuge und wenn ich Fahrzeuge sehe, dann muss ich auf jeden Fall mal gucken, was wir denn so in der Garage haben. Ja, man sieht hier zum Beispiel, da gehen wir gleich mal drauf ein. Erstmal gucken wir uns hier die Fahrzeuge selber an. So, da haben wir schon mal zwei John Deere. Dann, da ist aber ein richtig schöner großer John Deere Fuhrpark drauf. Dann haben wir hier zwei Trucks. Also, und noch zwei große John Deere. Ich würde mal behaupten, da steht jemand auf den Hirsch. Dann haben wir hier den Feldhäcksler. Den kenne ich nicht. So, dann haben wir hier natürlich auch so ein paar schöne Ladewagen und passende Trailer für den LKW. Schönen großen Überladewagen. Schneidwerke. Häckslergebiss. Saatkorntechnik. Auch John Deere. Was für ein Zufall. Und dann haben wir hier noch den Futtermischwagen. Und Frontlader. Auch vom Hirsch. Jo, und halt Anbaugeräte. So, dann gucken wir mal kurz hier rein. Ihr seht hier eine eigene Kategorie. Da gibt es dann Tierfutter, wenn ich das richtig sehe. Feed Pellet, also Futterpalette. Dann haben wir hier Cracked Corn. Okay, ich würde mal sagen, da ist schon mal irgendwo ein Fehler drin. Weil die soll wahrscheinlich anders ausschauen. So, was haben wir hier? Pellets. Korn. Oat. Groß, klein. Alter, sind hier alles bei. Okay. Ich glaube, da fehlt die Textur. Da ja, das sind für die neuen Flüssigteile, die man dann transportieren kann. Und ich sehe gerade, wir haben hier einen Kontostand von 3 Millionen. Also, holy shit. Man muss dazu sagen, als neuer Farmer, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen sportlich. Das wäre selbst mir zu viel. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns hier mal so am Hof um, was wir hier haben. Auf jeden Fall schon mal knallrot. Das blendet schon fast. Ich würde sagen, wir gehen hier mal in die Luft. Und ui, da sehe ich schon ein paar Warnings. Das gucken wir uns dann im Nachgang an. Ja, also ihr seht, wir haben hier auf jeden Fall jede Menge Kühe. Das ist hier der Wahnsinn.
So, hier hinter, da versteckt sich dann auch noch mal so ein Riesen-Oschi. Halleluja. Da kannst du ja richtig loslegen hier. Da bist du ja morgen noch nicht durch. Wahnsinn. So, dann haben wir hier auf jeden Fall mal ein Silo. So, am besten zeige ich euch das mal auf der Karte. So, genau, dieses Silo ist dieser Trockner, um das Korn, also das Mais, zu trocknen. So, dann haben wir hier Mixer-Silos. Nochmal Mixer-Silos. So, dann haben wir hier nochmal was. Silo bis Grinder. Also, das ist halt alles auf Englisch. Und was man auch leider gar nicht sieht, sind irgendwelche. Naja, man sieht zwar, das Silo ist leer, aber ich habe hier weder irgendwo eine Anzeige, wo ich hin muss. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal sehr schade. Hoppala. Dann haben wir auf jeden Fall hier drüben, sieht man die Freilaufgehege. Und was ich eben schon festgestellt habe, wenn man hier vorne hingeht, hier um genau zu sein, schwupp, hat man das Tiermenü. Aber auch hier keinen Trigger, also kein Symbol. Ja, da funktioniert es nicht. So, dann gucken wir mal hier rein. Also hier haben wir auf jeden Fall eine riesige Halle. Man bedenke, das ist alles hier Standardkarte. Wahnsinn. So, auch hier. Also man sieht es leider definitiv nicht, wo man hin muss. So, hier kann man reinfahren direkt. Ich kann es jetzt leider nur vermuten, da es keine externe Beschreibung gibt. Ja, genau. Man sieht, hier sind die Trigger. Da vorne einmal für, ich nehme es mal an, das ist Heu. Und dann haben wir hier Wasser, vermute ich mal. Ja, was haben wir sonst noch hier so auf der Karte? Das haben wir jetzt hier mal so uns alles angeschaut. So, Mixer-Silos, Mixer-Silos, Silo bis Grinder. Dann haben wir da noch Farm Grain Bins. Okay. Da können wir sogar noch nicht mal hinspringen. Dann müssen wir da uns mal eben hinbegeben. So, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal eine irgendwie eine Bruchkante, unterschiedliche Höhen vom Terrain, könnte man vielleicht noch mal ein bisschen glätten.
So, also hier riesen Siloanlage. Wir fliegen jetzt mal hier kurz rüber. So, auch hier wieder komplett kantiger Abschnitt. So, was haben wir hier? Hier haben wir die Bäume stehen wie die Zinnsoldaten. Schön in Reihe und Glied aufgestellt. Hier mit den Bäumen, das schaut auf jeden Fall schon ein bisschen natürlicher aus. Ja, die Felder, ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen, quadratisch, praktisch, gut. So, gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas weiteres haben. Da, dem sieht nicht so aus. Also hier gibt es auf jeden Fall noch freie Flächen. Auch hier haben wir wieder so eine richtig kantige Abstufung drinne. So, dann haben wir hier so eine Art Wald. Ja, und das war's dann auch schon wieder. Dann würde ich sagen, wir schauen uns das Ganze nochmal in der Log an. Und da haben wir ja eben schon gesehen. Genau. Da haben wir nämlich auf jeden Fall schon mal. So kann man es doch besser lesen. Da gibt es auf jeden Fall schon mal Probleme mit falschen Formaten. So, dann gibt es auf jeden Fall irgendwas mit den Paletten zum als Fehler. Was habe ich ja eben schon gesehen? Normal Map, Gloss Map. Okay, da ist auf jeden Fall auch ein falsches Format, hätte ich gesagt. So, hier oben. Genau. Missing Fill Type Milk liegt mit Manöver. Okay. Missing Fill Type. Error Index not found. Ah ja, genau. Marker Animals. Not found Marker Foods. Missing Fill Type Milk. Okay, Lua Cold Stack. Also da ist auf jeden Fall noch Baustelle angesagt, hätte ich mal so behauptet. Ja, also hier ist einiges bunt, kunterbunt, rot, gelb. Da sollte man auf jeden Fall noch mal rangehen und das in einer nächsten Version, ja, fixen. Wahnsinn hier. Ja, also ich bin gespannt auf eure Meinung, beziehungsweise ich vermute mal, ich kenne eure Meinung schon dazu. Und ja, wenn euch das trotzdem gefallen hat hier, dann lasst gerne ein Däumchen oder Abo da. Und wenn ihr nichts verpassen möchtet, dann aktiviert auch das Glöckchen. So, und ich würde sagen, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.